Der Traum vom eigenen Wassergrundstück in Kanada mit einer solchen Aussicht und jeden Abend einem Sonnenuntergang hier gegenüber, das wäre doch was, oder? Dranbleiben, gleich gibt's mehr dazu. Hallo und herzlich willkommen bei der Golden Lake Estates hier im schönen Cape Breton Island an der Ostküste Kanadas. Ja, heute möchten wir euch ein ganz besonderes Grundstück vorstellen, das Lot 2 in unserer Sunset Estates Erschließung. Sunset Estates, warum? Weil man hier über dieser geschützten Bucht jeden Abend einen traumhaften Sonnenuntergang erleben kann. Und das Ganze hier vom eigenen Ufer aus. Ja, das Lot 2 hat 7000 Quadratmeter und fast 60 Meter eigenes Ufer hier in einer geschützten Bucht des Sees Brador Lake. Der See Brador Lake ist ganz bekannt, etwa doppelt so groß wie der Bodensee und zählt zu den UNESCO Biosphärenreservaten. Ja, und diese Bucht ist geschützt, die hat eigentlich schon fast Seecharakter bei der Größe und man hat aber dennoch durch eine Art Kanal Zugang zum offenen See Brador Lake und von dort aus sogar Zugang bis raus auf den Atlantik. Ja, und das Lot 2, das wir euch heute vorstellen möchten, grenzt hier direkt dran. Man hat ein eigenes Ufer, man kann sich einen Steg bauen, man kann hier Wassersport betreiben aller Art, man kann schwimmen gehen, segeln gehen, baden gehen, was immer auch man möchte. Und das wollen wir euch jetzt einmal vorstellen. Hier einfach mal am Ufer des schönen Lot 2 entlang. Und was mir sofort aufgefallen ist, was wunderschön ist, hier hat es immer wieder kleine sandige Abschnitte, unterbrochen dann wieder von größeren Findlingen. Also auch wunderschön hier, um entlang zu gehen. Ja, das Lot 2 und die Sunset Estates Erschließung, die befinden sich in der Gegend um Malaga Watch. Malaga Watch ist auch bei allen sehr beliebt. Ganz in der Nähe gibt es den bekannten Strand Marble Mountain. Den kann man in nur wenigen Minuten mit dem Auto erreichen. Aber man könnte von hier aus natürlich auch direkt mit dem Boot dorthin fahren. Ja, und in dieser Gegend hier gibt es übrigens auch schon ganz, ganz tolle Nachbarn. Sowohl deutschsprachige Nachbarn aus allen möglichen Bereichen Europas, aber natürlich auch kanadische Nachbarn, amerikanische Nachbarn. Es gibt hier Teilzeiturlauber, es gibt hier Vollzeitnachbarn. Und es, was hier oben sehr, sehr schön ist, hier ist auch wieder ein ganz toller sandiger Abstrand, so richtig schöner kleiner Sandstrand hier, wenn ihr da mal einmal entlang schwenke, dass man das auch sieht. Was hier oben sehr, sehr schön ist, dass sie alle sich auch untereinander kennen und sich auch alle weiterhelfen. Man ist also nicht alleine. Das ist nämlich eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen. Ist man denn da nicht einsam hier in Kanada? Nein, ist man überhaupt nicht. Man kann hier natürlich sehr entspannt, sehr zurückgezogen leben. Man muss es aber nicht. Man kann ja auch ganz schnell Anschluss finden und hier gemeinsam miteinander etwas unternehmen.
bin jetzt gerade mal ein Stück ins Grundstück reingegangen, beziehungsweise gehe jetzt gerade an der Vermessungsgrenze entlang. Hier auf der linken Seite haben wir das Lot 2, über das wir heute berichten. Und auf der rechten Seite das Lot 1, das bereits sehr, sehr nette neue Eigentümer gefunden hat, über die wir uns sehr freuen. Ja, Vermessungsgrenze. Die, die uns schon länger verfolgen, die wissen, was jetzt kommt. Alle unsere Grundstücke sind nämlich von zertifizierten Landvermessern vermessen worden, inklusive Vermessungsplan und GPS-Daten. Ja, und für alle, die neu hier bei uns sind, das ist einfach eine ganz wichtige Geschichte. Denn wenn man ein Grundstück hier in Kanada erwirbt, möchte man natürlich auch sicher sein, ja, dass es die entsprechende Größe hat und dass man das auch nachvollziehen kann. Und warum ich hier gerade gehe, ist, ach, hier ist ein richtig schöner Birkenbaum hier vor mir, den muss ich doch gerade mal noch einfangen. Ja, warum ich hier gerade entlang gehe, ist, weil man hier wunderbar erkennen kann, dass das Lot 2 ein sanftes Gefälle hat bis hinunter an den Strand, aber dennoch hoch genug über Wasser ist. Und ja, sobald man da ein Stück reingeht und sich ein wenig frei macht, man eine wunderbare Aussicht haben wird. Und ich gehe jetzt hier gerade einmal bis ganz nach vorne ans Wasser, um euch das mal noch zu zeigen. Nochmal. Und es ist einfach herrlich, hier plätschern gerade die Wellen an den Strand. Das hat so richtiges Urlaubsfeeling. Und der Strand ist hier sieht man es auch nochmal sehr schön, ja, so mit Steinen, mit Sand, ja, kann man also auch wunderbar dann spazieren gehen. Ich schlendere hier gerade noch ein wenig durchs Grundstück und habe hier wirklich einen super schönen, idyllischen, kleinen Nadelwald hier entdeckt. Also ich würde sagen, der Vorrat an Weihnachtsbäumen ist hiermit gedeckt. Ja, nochmal zum Thema Bauen. Das Grundstück ist, ja, viele, die uns bereits kennen, wissen, was jetzt kommt, ist bereits auf eine Bebaubarkeit genehmigt, behördlich genehmigt, wobei es allerdings keine Baupflicht gibt. Das heißt, man kann, wenn man möchte, man muss aber nicht. Wenn man aber bauen möchte, dann fragt man sich natürlich auch, wie gehe ich denn am besten vor? Auch dabei können wir gerne weiterhelfen, ob es nun bei der Planung ist, bei der Ausführung. Wir haben Kontakte und wir helfen auch da natürlich gerne weiter. Wenn man jetzt aber sagt, okay, bevor ich hier jetzt etwas baue, möchte ich vielleicht erst einmal Probe wohnen. Auch dabei können wir weiterhelfen. Wir haben nämlich gerade 3 Cottages gebaut. Ja, die sind gar nicht weit weg von hier und in denen könnte man einfach mal Probe wohnen. Einfach mal gucken, wie fühlt sich denn das hier so an? Einfach mal Kanada live und in Farbe erleben und ein Gefühl dafür zu bekommen und dann die Pläne machen für das eigene Grundstück mit dem eigenen Strand hier in Kanada. Da. Ich gehe hier gerade noch wieder Richtung Ufer und möchte euch da einfach noch ein paar Informationen auch zum Grundstück geben. Es ist, wie bereits vorher schon beschrieben, sanft ansteigend. Es ist aber oben von der öffentlichen Straße her, das Grundstück grenzt nämlich an eine öffentliche Straße, geht es flach rein, ja, sodass man das eigentlich auch relativ einfach bebauen kann. Das Grundstück ist vom Waldbestand etwas lichter, es gibt Nadelbäume, es gibt teilweise größere Laubbäume, also wirklich, wirklich wunderschön. Und wenn ich hier vorne stehe, kommt gerade die Sonne raus, die Wellen plätschern und es fühlt sich einfach richtig schön an hier. So friedlich, so entspannend und ich lasse euch da gerade mal an der Ruhe einmal teilhaben hier. Ich habe mich jetzt einfach hier mal ans Ufer gesetzt und möchte die Aussicht und die Ruhe einfach mal auf mich wirken lassen. Das ist einfach wunderschön und ich glaube, so kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man hier seine Terrasse hätte und man würde hier einfach sitzen und genießen. Was ganz spannend ist, auch während wir jetzt gerade immer wieder durch das Grundstück durchgegangen sind, was man hier auch an Tierspuren sieht. Wir haben immer wieder Weißwedelhirschspuren gesehen, die man hier findet und gerade eben auch noch, ja, ein Stückchen Baum, das sieht aus, als wäre es von einem Biber angenagt worden, ne? Das Wappentier von Kanada. Also es gibt ja auch noch eine intakte Tierwelt mit jeder Menge Rückzugsgebiete für die Tiere. Übrigens, wenn man hier so geradeaus guckt,
hat man nicht nur einen wunderschönen Sonnenuntergang am Abend, sondern es ist auch ein herrlicher Mischwald. Und im Herbst, wenn der sogenannte Indian Summer dann hier vorherrscht, ist es natürlich eine richtig schöne Aussicht, wenn sich die Blätter an den Bäumen hier bunt verfärbt haben. Also auch noch mal ein Pluspunkt bei dieser herrlichen Aussicht. Ja, und nachdem ich euch jetzt vorher von Marble Mountain, von diesem wunderschönen Strand schon berichtet habe, der hier nur wenige Minuten von unserem schönen Lot 2 entfernt ist, wollten wir euch den jetzt natürlich auch noch mal zeigen. Wir stehen jetzt hier gerade oberhalb auf einem Aussichtspunkt und gucken hier gerade runter. Und so kriegt man auch noch mal einen richtig tollen Überblick über diesen See Brador Lake, der sich wirklich auch hervorragend für Wassersport eignet. Und wenn hier im Sommer, wenn man hier im Sommer herkommt, ja, dann sind hier die Boote unterwegs, die Motorboote, die Segelboote, die Jetskis. Hier unten gibt es auch ganz toll immer einen kleinen Bereich, der ist dann abgetrennt für die Leute zum Schwimmen. Also ein idealer Anlaufpunkt. Hier kann man entweder mit dem Auto schnell rüberfahren oder wie gesagt einfach mal mit dem Boot vorbeikommen. Ja, zum Abschluss stehen wir jetzt hier tatsächlich noch bei Marble Mountain Beach, nämlich direkt hier unten am Strand, damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann. Das war jetzt unser heutiger Ausflug zu Lot 2 in unserer schönen Sunset Estates Erschließung. Das Lot 2 ist übrigens aktuell das letzte noch verfügbare Grundstück in dieser Erschließung. Sprich das letzte Wassergrundstück, was wir aktuell noch haben. Das heißt, einfach melden, wenn ihr Fragen habt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Oder hinterlasst uns einfach mal einen netten Kommentar, wenn ihr vielleicht sogar schon mal hier gewesen seid. Und wenn ihr in Zukunft auch keines unserer Videos verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Wir freuen uns. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank und liebe Grüße aus Cape Breton Island. Bis zum nächsten Mal. Ciao!